Hi Leute, heute geht es darum, um Unfälle, ob sie gewollt sind oder Zufall. Meiner Meinung nach sind Unfälle kein Zufall, kein Schicksal. Auf jeden Fall nicht Dinge, die abwendbar sind, die einem einfach passieren. Nichts passiert einfach so. Ich hatte wieder einen Unfall neulich. Bei mir, denke ich, ist das im Moment Entgiftungssache. Ein Entgiftungssymptom, genauso wie man Schnupfen bekommt, denke ich, es sind die Unfälle bei mir durch die Entgiftung ausgelöst. Sachen aus der Vergangenheit, die ich verarbeite. Ich hatte mittlerweile schon, während ich jetzt so stark am Entgiften bin, drei Unfälle, drei größere. Und war, denke ich, so ein Thema bei mir, das ich bearbeiten muss. Ja, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, Unfälle. Es gab mal eine Studie dazu. Rüdiger Dahlke hat es, glaube ich, mal erwähnt. 80% der Unfälle werden von 20% der Mitarbeiter meist verursacht. Ich glaube, es war irgendwie ein LKW-Unternehmen oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr genau, was in der Studie, was für ein Unternehmen das war. Auf jeden Fall, 80% der Unfälle werden von 20% der Mitarbeiter verursacht. Und wenn man diese Mitarbeiter zum Beispiel, hat man dann ausprobiert, weil eben auch, wenn man das von der Psyche her deutet, dann Unfälle bringen immer Abwechslung rein. Die bringen wieder würfelndes Spiel neu auf. Es bringt wieder eine neue Situation und eben Abwechslung. Und das ist meist das, was diesen Personen fehlt. Wenn selber immer für Abwechslung gesorgt ist, dann passieren solche Unfälle nicht. Man hat diese Leute, die für die meisten Unfälle verantwortlich waren, ja, dann mal dann einfach mal in eine andere Abteilung versetzt und dann sind die Unfälle auch drastisch runtergegangen. Und dann, aber wo die Abwechslung wieder raus war, wo sie sich wieder an ihre Aufgabe gewöhnt haben, dann sind die Unfälle auch wieder hochgegangen. Und ja, ich denke eben einfach, man kann Unfälle genauso deuten. C.G. Jung hat diese Archetypen-Urprinzipien eingeführt. Dahlke hat darüber zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, Rüdiger Dahlke. Und wenn man Unfälle eben deutet, dann sind sie mehr für die Abwechslung, dass man die wieder ins Leben bringt. Uranus-Prinzip. Und ja, es ist eben so das Thema von Unfällen. Was man aus sich selber daraus ziehen kann, ist eben, dass man schaut mal, wie der Unfall abgelaufen ist. Selbst wenn man nichts für kann, dann schaut man eben mal, was könnten dahinter stecken? Warum passiert mir das gerade? Warum fährt mir jetzt gerade einer rein und fährt mich einfach über den Haufen, obwohl ich als Fußgänger gerade über einen Zebrastreifen gehe und der mich schon vorher ewig sieht? Warum passiert mir das? Und dann kann man mal drüber nachdenken, wie der Unfall abgelaufen ist, genau, und es daraus deuten, was man sich daraus ziehen kann. Ich habe mir zum Beispiel jetzt den Finger geschnitten. Ich zeig's mal kurz. Müsste ich jetzt erstmal scharf stellen eigentlich. Das sieht man jetzt schlecht. Aber es ging hier oben in den Fingernagel rein. Ist jetzt unscharf, so ist besser. Oben in den Fingernagel, so ist abgerutscht eben und hier ins Fleisch, war schon recht tief. Hat aber sofort ziemlich schnell aufgehört zu bluten und ja, wächst einfach wieder zusammen. Nicht allzu schmerzhaft. Jo. Ja, in dem Fall zum Beispiel Messer schneiden. Schneiden ist immer was, man entzweit was. Ist in der Vergangenheit vielleicht irgendwie, weiß nicht, was entzweit worden. Geschnitten, zwiespältig. Man kann das so deuten, dann wie passiert's, passiert's plötzlich, plötzlicher Wandel und so weiter. Und man muss aber selber immer diese Krankheitsbilderdeutung, muss man wirklich sehr ehrlich zu sich selber sein. Sonst kommt man da nicht weit. Es ist wirklich schwer, dann den Punkt rauszufinden. Meistens ist genau das, was man im ersten Moment verneint. Das ist das, was man daraus lernen soll. Aber die ersten Gedanken, die
die einem dazu aufsteigen, sind meistens auch die stimmigsten, die besten. Und einfach an dem ersten Gedanken festhalten ist immer sehr gut, wenn man sich so, wenn man gerade einen Unfall hat. Genauso, was hat man dabei gefühlt? War es ein Gefühl von Unmächtigkeit, von Hilflosigkeit oder war es ein Gefühl, weiß nicht, was hat man von Ärger, Wut, Hass auf den anderen in dem Moment, was hat man dabei gefühlt? Und so kann man eben auch deuten, was man damit verarbeiten sollte, was man daraus lernen sollte. Und ja, ist nur meine Meinung, ich denke nichts passiert durch Zufall. Und Unfälle können auch Entgiftungssymptome sein, Unfälle geschieht meist vorher, schon ganz andere Sachen, hat Rudolf Steiner auch gesagt. Es gibt genug Hinweise meistens vorher. Meistens hat man vorher auch mal kleinere Unfälle oder so. Und wenn man Abwechslung ins Leben bringt, dann automatisch schon, dann gehen die eigentlich zurück. Und ja, wollte ich heute nur mal ein kleines Video zu machen. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Ihr denkt mal drüber nach, wenn ihr das nächste Mal vielleicht einen Unfall habt. Und ja, denkt nicht immer, es ist alles Schicksal oder... Man kann nichts dazu, man kann nichts daran ändern. Das ist immer so eine Opferhaltung, eine Hilflosigkeit. Das ist einfach die Verantwortung abzuschieben, so wie wir es heutzutage bei allen Sachen machen. Deswegen gehen die Leute auch zu einem Arzt. Der Arzt sagt dir dann, oh ja, was weiß ich, Diabetes, oh ja, hast du vererbt oder so, sagt er dir dann bei Typ 1. Oder, keine Ahnung, du kannst nichts dazu. Und ja, wenn die Krankheit dann nicht wieder weggeht oder sich nicht bekämpfen lässt, dann ist eben der Arzt schuld oder dann sind die äußeren Umstände schuld oder dann sind die Eltern schuld. Immer ist jemand anderes schuld. Man muss immer anfangen, bei sich selber zu suchen, sonst begibt man sich automatisch in eine Opferhaltung und kann auch nichts daran ändern. Also macht's gut, Leute. Peace.